Hast du einen Schäler? Na klar. Bartschäler. Oh ey, der schmeckt schon so lecker. Na klar. Ich sag mal so, willkommen in der Hood Cuisine, was geht ab? Heute auf jeden Fall vegane Küche, Leute. Mit der Queen of Vegan. Berlinische Gebäude! Mann, geil, ich freu mich. Das ist voll witzig, ich bin mein erster Twitch, ne? Also, es gibt heute einen Kichererbsensalat. Und das muss ich davor sagen, alles ganz, ganz einfach. Weil man soll ja auch Bock haben zu kochen. Da ist ein bisschen Paprika dabei, Petersilie, Gurke. Und Zwiebel, ganz, ganz einfach, aber super lecker. Als Hauptspeise Bratling, genau. Ich habe mein Lieblingsbratling geholt, haben wir geholt. Plus Reis und einer geilen Tomaten-Zucchini-Soße oder so. Ratatouille-mäßig, wie auch immer. Kann man ja, Soße oder Gemüsebeilage nennen. Und als Dessert gibt es vegane Mousse au Chocolat. Brauchst du einfach nur Kakao, Seidentuch und Avocado. Ist sie vegan und wenn ja, wie lange? Ja, seit 27 Jahren. Ich habe vegetarisch angefangen, dann bin ich ganz schnell auf vegan. Aber in den 90er Jahren war das alles sehr schwer und ich konnte wirklich fast nur trockene Brötchen oder so essen. Und dann bin ich sehr, sehr schlecht gelaunt jeden Tag gewesen. Und dann dachte ich, also, es hilft niemandem, wenn ich jeden Tag irgendwie scheiße drauf bin. Dann bin ich wieder zu vegetarisch geswitcht. Und jetzt aber seit ein paar Jahren wieder vegan. Und zwar, wir fangen mit dem Salat an, ne? Das ist mein aller Lieblingsburger. Der schmeckt so lecker. Ey, was soll ich eigentlich machen? Weil das ist dann der musst erste... du was machen, aber dann, du kannst ja dann, du bist dann yeah. heute der... Ja, yeah. geil, das ist der erste Stream, wo ich nicht mal weiß, was wir machen. Ich liebe Kochen, ja, eigentlich voll schon. Ab, ich voll gerne was machen. Ja. Hast du einen Schäler? Na klar. Bartschäler. Ja. Jetzt kommt the Mangry. Na klar. Hier, also einmal Öl. So, Agavendicksaft. Warum darf ein Veganer kein Honig böllern? Ja, weil eigentlich, ich hab aber mal... Aber stirbt eine Biene dadurch? Nein, aber es ist Ausbeutung. Nein, aber du machst doch dein Haus kaputt. Okay, so weit gedacht habe ich nicht. Und man hat mal, wenn die nach so Grundtarif bezahlt werden würden, Bienen sozusagen, würde ein Gramm oder was weiß ich, lass es 100 Gramm, ein Gramm sein, so 15.000 Euro kosten. Also die sind... Die machen so viel Arbeit und wir machen es kaputt. Ich möchte niemandem wehtun. So. Das ist jetzt der Seidentofu. Der ist einfach ein Check. Oh Mann! Guck mal, hier ist schön angerichtet. Naja, geht ein bisschen geiler. So, jetzt mache ich mal die Zwiebeln hier. Das braten wir ganz kurz an, weil es auch wichtig ist, die Zucchini auch ein bisschen anzubraten. Es gibt noch so ein verschnittenes Mayo. Oh ey, der schmeckt schon so lecker. Ich möchte das so lassen, auch mit wenig Salz. Kann man sich immer noch nach, aber ich würde es gerne genauso lassen. Einfach die Natur rausschmecken. Okay, ich mache jetzt die Burger, ja? Die Bratlinge. Wie richten an? Soll ich was machen? Nein. Mel soll mal drei lieblingsvegane Produkte bzw. Produktmarken sagen. Der Burger ist safe. Der Käse ist richtig krass. Den habe ich erst vorgestern entdeckt. Der Boxhornklee, das ist aber wichtig auch. Die anderen Bäder schmecken nicht so gut. Boxhornklee. Ihr wisst, das gehört immer dazu. Nein. Mel, danke, dass du hier warst. Mann, ich freue mich voll. Erster Stream. Danke. Bleibt gesund, seid lieb und bis ganz bald. Mel, wie ist heute im Gebäude?